Seit einiger Zeit ist der Begriff Werkstatt zu einem festen Bestandteil in der Kunst geworden. Seien es Werkstattgespräche oder Aufführungen in der Werkstatt, das Handwerkliche tritt mehr und mehr in den Vordergrund, stellt sich einer öffentlichen Diskussion. Ein Sprung nach vorn in dieser Richtung tat vor einiger Zeit die Städtische Musikschule Wilmersdorf. Sie richtete unter erheblichem Kostenaufwand eine Werkstatt für Beat und elektronische Musik ein. Der Leiter des Berliner Barockorchesters, Konrad Latte, Direktor dieser Musikschule und der Schweizer Komponist für elektronische Musik, Thomas Kessler, bemühten sich seit Monaten um die Verwirklichung dieser Idee. Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit den ersten Versuchen. In täglich stattfindenden Arbeitsabenden sucht man eine Verbindung zwischen Beat und Elektronik. Zwar verfügt die Technische Universität Berlin ebenfalls über ein Studio für elektronische Musik, doch ist die Arbeit dort mehr wissenschaftlich und der Öffentlichkeit nicht unmittelbar zugänglich. Die Werkstatt der Städtischen Musikschule Wilmersdorf bietet zum ersten Mal Berliner Beatmusikern die Möglichkeit zu nicht kommerziellen Experimenten. Spätestens seit den Berliner Jazztagen 1968 einer Informationsschau in Sachen Pop und Jazz ist klar geworden, dass eine elektronisch ausgerichtete Tour de Force in der Musik bevorsteht. Cage und Stockhausen gaben den Ausschlag. Sie verließen Harmonie und Wohlklang und boten stattdessen reale Geräusche, fertigten unter Zuhilfenahme des Mediums Elektronik Toncollage und Klangkakophonie. Wir müssen, forderte John Cage 1966 in einem Manifest, erst einen Lern- und dann einen Lehrprozess in und an uns vollziehen. Wir dürfen dem eigenen Ohr nicht mehr trauen, es betrügt uns. Die ersten Schüler dieses Manifestes rekrutierten sich aus Amerikas Beatband-Reservoir. Das Spiel mit der Technik begann. Anfangsresultate, schmerzende Lautstärke, die es nahezu unmöglich machte, die spezifischen Klangformen der spielenden Instrumente auseinanderzuhalten. Nur der Jimi Hendrix Experience und der United States of America gelang vorläufig der Sprung vom Lernen zum Lehren. Ja, wollen wir mal jetzt vielleicht die Geräusche von dem Band abhören, das wir bekommen haben. Das sind aktuelle Geräusche mit dem Reportergerät aufgenommen von den Studentenunruhen in Berlin. So etwas Konkretes habt ihr ja gewünscht. Ob man damit etwas machen kann, müsst ihr mal die Kopfhörer vielleicht. Danke. Und kann jemand so gut sein, das Band laufen lassen, bitte? Wir beginnen mit einem harten Schlag. Von allen und dann beginnt das gleichzeitig und dann wartet ihr einen Augenblick und dann kann wollen wir mal sehen, wollen wir uns mal drauf abkommen lassen, wir sind mit rein. Thank you.
Nicht dieses Geräusch, das wir jetzt gerade hören. Das besteht zwar aus Flöten, Tönen. Das ist er, das ist sein Instrument, nicht? Das Geräusch habe ich, sagen wir mal, hier mit einigen Tricks zusammengebaut, wie man so sagt. Aber das ist nicht mehr meine Musik in dem Moment. Wo ihr sie für einen ganz bestimmten Zweck für eure Musik haben wollt. Ja schon, das ist vielleicht das Material. Man sollte trennen. Das sind doch trotzdem zwei Komponenten. Das hier elektronische Musik und das hier auf der anderen Seite, mein Gott, weißt du was, Beatmusik oder eine Sache, die sich aus der Beatmusik entwickelt hat. Ich glaube, das Sie können sich, ich meine, wollen Sie sich nicht bekennen zur Elektronik, obwohl Sie sie machen, oder? Nein, das ist Material für mich nur noch. In dem Moment, wo ich es euch gebe, wo ihr damit arbeitet, ist es für mich nur noch Material, das vielleicht durch meine Hände gegangen ist. Ja, mein Gott, das sehen Sie, ich habe die Beatmusik oder den Beat auch nicht erfunden. Ja? Ich meine, ich arbeite auch nur mit Dingen oder mit Erfahrungswerten, die andere mir praktisch überliefert haben. Und genauso ist es bei Ihnen. Und wenn wir Ihre Sache jetzt benutzen, deshalb bleibt sie doch innerhalb Ihrem Wirkungsbereich noch bestehen. Ja, doch. Diese Sache. Etwas anderes ist es, wenn ich einen Beat für euch quasi komponieren würde, sagen wir mal nicht mehr mit Noten, sondern... Also Sie meinen, elektronische Musik ist praktisch ein abstrakter Gegenstand, der zur Benutzung freisteht. Ja, das wäre etwas anderes, nicht? Aber jetzt... Ach nein, ich habe nicht zugehört. Nein, dieses Material hier steht euch frei zur Verfügung. Aber das Ziel, meiner Meinung nach, ist, dass ihr es völlig einschmelzt in eure Arbeit. Und nicht, dass da noch irgendwo ein Komponist ist, der da reinredet.1967 vermittelte Cage führenden Beatsolisten innerhalb eines zweimonatigen Werkgespräches Kenntnisse in der Anwendung serieller Musik. Ein Lernstadium ging damit zu Ende. Die Werkstatt für elektronische Musik und Beat in Berlin experimentiert seit Anfang Februar 1969 ähnlich, aber mit eigenen Methoden. Kontaktmikrofone, Vierspurmaschinen und Verstärker sind vorläufig die einzigen technischen Hilfsmittel. Reale Geräusche werden aufgenommen, gelegentlich verfremdet und über Kopfhörer dem Spielenden unmittelbar gemacht. Man improvisiert nicht mehr über Gefühle oder Stimmungen, sondern man bespielt und umspielt reale Geräusche. Das eigene Instrument verliert die ihm zugehörige Klangaussage und vermischt sich elektronisch verfremdet mit einer vorproduzierten Tonwelt. Das Zusammenprallen dieser beiden Komponenten schafft neue Spannungswerte, die in zeitlichen Intervallen an- und abschwellen. Die Modulation einer bereits vorhandenen Geräuschskala in Verbindung zu bringen mit einer zu erspielenden Tonintensität scheint im Augenblick vordringlichste Aufgabe der Werkstatt. Sondern dann einfach schnell springen, weiter.
Straße, unsere Pflicht und Brücken hoch zu allen, unsere Aufgabe ist es, auch der kleine Mann auf der Straße, unsere Pflicht und Glaube für nicht Revolution, sondern Reform. Das Experimentieren mit den Medien Elektronik und Beat erzeugt jedoch auch Spannungen ideeller, um nicht zu sagen ideologischer Art. Die Erkenntnisse des Informationstheoretikers Marshall McLuhan liefern in der Werkstatt Anschauungsmaterial für das Aufeinanderprallen eines heißen und eines kalten Mediums. Die individuelle Emotion der Beatmusik sieht sich mit einer technisch regulierbaren Elektronik konfrontiert. Diese Spannung artikuliert sich vorläufig, und das geschieht nicht nur in Berlin, im Gespräch zwischen Techniker und Musiker. Das befruchtende Spiel der beiden Medien miteinander ist laut Luhan unmöglich, es sei denn, die beiden Medien würden sich in der Spielanlage umkehren. John Cage forderte deshalb: Die Realität der Geräusche muss so beklemmend und wirklichkeitsnah sein, dass es der zu spielenden Musik möglich gemacht wird, die Realität vom Band abzukühlen. Machen wir noch eins, das war vielleicht, um diese elektronischen Sachen mehr rausholen zu können. Ne? Die sind jetzt etwas verdrängt durch die Musik, ja. Das ist alles so ein bisschen dick, dass wir vielleicht ab und zu einen Solopart einschalten, dass jeder, ich weiß nicht, 50 Sekunden oder 60 Sekunden, mit einem Break jeder einzeln spielt. Ja, und jeder mit den Geräuschen einmal. You know, we must play our own part. You know, you play some seconds with the electronics, he and me, you know? Yeah, and then all together, you know? Yeah, and then together. Okay? Yeah, that's great. Oh, we try. Thank you.
Thank you.